Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch schon wieder zu einem Odinwar Shoppen, aber eins, wo ich gar kein Geld ausgegeben habe. Also ich habe einfach nur Sachen hingebracht, habe die getauscht gegen was anderes, beziehungsweise gegen einen Gutschein, und erkläre ich euch gleich, wenn ich euch die Sachen zeige. So, ich war GameStop und das war vorige Woche. Und habe im GameStop direkt Spiele und meine PS4 Pro abgegeben. Die Spiele habe ich getauscht gegen, ja, die habe ich gleich gegen was getauscht, was ich vor Ort da geholt habe. Leg dich mal hin, Dickerchen. So. Und die PlayStation habe ich mir per Gutschein geben lassen, weil ich gedacht habe, dann kann ich mir PSN Guthaben und so mal so holen. Funktioniert nicht. Digitale Inhalte gehen bei GameStop nicht über Gutscheine. Also müsste ich wieder in Laden oder habe ich jetzt noch Geld drauf für ein paar Spiele. Okay. Aber ich habe mir dann ein Paket bestellt. Das machen wir dann ganz zum Schluss. Ich zeige euch jetzt erstmal, was ich für die Spiele gekauft habe. Ich habe den Zettel jetzt nicht. Es waren nicht so viele Spiele, was ich weggegeben habe. Ich habe mir einmal eine Einjahresmitgliedschaft für Nintendo Online geholt. Ja, das ist halt, dass wir den Mario Kart jetzt ein Jahr lang online spielen können, ohne halt diesen Erweiterungspass oder irgendwas. Ich habe halt nur das. Ich bin aber am Überlegen, wenn das nächste Mal Geld kommt, mir vielleicht noch den Erweiterungspass zu kaufen. Weil wir haben ja schon mal gespielt, Mario Kart. Und ich weiß gar nicht, wir hatten Hamza hatte, glaube ich, den Pass. Dadurch konnten wir das dann halt mitbenutzen. Und da sind ein paar Strecken mit bei, die gefallen mir extrem gut. Berlin, Paris, was waren da noch? Mit der Kuhweide war irgendwas, glaube ich, noch was. Die haben mir sehr gut gefallen. Und alleine, um die spielen zu können, und da kommen ja noch mehr Erweiterungen, bin ich da stark am Überlegen, mir den Erweiterungspass zu kaufen. So, das habe ich gekauft. Dann habe ich für die PlayStation 5 habe ich mir Rust gekauft. Ne? Hallo. So. Für PS5. Das hat mich damals schon interessiert, weil so im alten GTA-Style ist, aber im Mittelalter, also von oben drauf die Sicht und aber im Mittelalter. Und hat nur ein paar Taler gekostet. Und deswegen habe ich es einfach mal mitgenommen. Weg auch angezockt machen. Dann habe ich hier mir ein Mario Party geholt, weil ich hatte noch Geld über. Und wenn ich halt da vor Ort gleich was mitnehme, kriege ich mehr, als wenn ich mir dann sage, bei den Spielen war das so, mach mal per Gutschein. Bei der Konsole war das anders, da habe ich mehr gekriegt, weil ich gesagt habe, per Gutschein machen, als wenn ich mir gleich was ausgesucht hätte. Also, ja, egal. Und, ja, wenn ich das Bar mitgenommen hätte, egal. Und da habe ich mir Super Mario Party geholt. Ein Mario Party Spiel. Was ich im Endeffekt bereue, dass ich es gekauft habe. Dieses Spiel kannst du nur mit den fucking Joy-Cons spielen. Nur mit diesen fucking kleinen Joy-Cons kannst du das spielen. Du musst die Joy-Cons von der Switch abmachen und dann hältst du die so und damit spielst du, wo die so klein sind. Was für meine dicken, fetten Hände ja nicht gut geeignet ist. Du kannst nicht mal einen scheiß Controller benutzen. Die scheiß Joy-Cons dran lassen und einen scheiß Controller benutzen. Weil du online spielen willst. Nein! Es müssen die scheiß Joy-Cons sein. 1-4 Spieler. 1-4 Spieler online. Es ist so. Also das geht auch wieder weg. Also das. Wenn ich dafür einen guten Preis kriege, da gucke ich gerade mal den Weg demnächst nochmal rinsetzen. Dann geht das weg. Das ist scheiße. Oder für mich und Josie vielleicht, okay, ja, mal kann man das mit den Joy-Cons machen. Oder mal gucken, ob man einen Joy-Con XXL kaufen kann, dass es bei der Switch als Joy-Con zählt, aber irgendwas, was man besser in der Hand hält. Weil die Controller, ich habe alle Controller jetzt getestet. Den PlayStation 4 Controller, den ich mit USB, mit so einem Adapter an der Switch habe, nein. Die normalen Switch-Controller, 3 Stück getestet. Nein. Dann, ja, das waren die ich habe. Alles nicht erzählt, alles nicht gegangen, nur diese fucking Joy-Cons. Zum Kotzen.
Also da bin ich am Überlegen. Entweder geht das weg oder tausche das, wenn ich noch das andere Mario finde. Mario, nicht Super Mario Party, sondern Mario Party Superstars oder so heißt das, glaube ich. Das kannst du mit Controller spielen. Das weg vielleicht bei Facebook oder so hinschätzen, machen bei Tauschen. Tausche das gegen das andere. Fertig ist. So. Und dann kommen wir zu dem GameStop. Bargeld. Das kam heute. Ich hatte mir eine ganze Zeit überlegt, machst das nicht, machst das nicht. Und ich habe mich dann entschlossen, es doch zu machen. Also das zu holen, was ich gedacht habe, was ich mir hole. Weil. Achso, ich kann meine aufziehen. Gut, habe ich nicht gesehen, dass man jetzt aufziehen kann. Gut. Könnten Sie mal ein bisschen, also ein bisschen genauer hinmachen, damit man hier das ziehen kann, irgendwie einen roten Punkt oder ein Zippelchen daran. Weil das ist hier nichts zu sehen. Ja? Bei Amazon hast du wenigstens einen roten Zippel irgendwie dran, ne? Dass du sagst, ach gut, da muss ich ziehen. Ah, die Kartons sehen geil aus. Mit den Mustern. Verschiedene Controller und DS seh ich schon. PlayStation Controller, ein Gameboy, Schwert, Diamant, Stern, ein Tetris-Block, ein Wii U-Ding, ein Headset, Weihnachtsbaumkugel oder da ist Flüssigkeit drin, das könnte auch irgendwas aus dem Spiel sein, eine Maus. Also das feiere ich wirklich. Also das ist ein schönes Design. Oh, ich habe hier noch was dazu gekriegt. Was haben wir denn schon Schönes dazu gekriegt? Das wusste ich gar nicht. Und zwar habe ich sie hier, die Elgato Facecam. Nicht die 4K, die ganz normale Elgato Facecam. Nagelneu, habe ich mir geholt. Getauscht. Ich habe jetzt immer noch Geld drauf auf meiner Karte für das nächste Spiel oder so. Was haben wir hier? UPS. Achso, bestimmt zum Umtauschen. Und was ist das? Hier ist ja schon offen. Achso, nee, soll so sein, dass man weiß, wo man einreist. Games Only. Performance Drink. Blue Nitro. Blaubeeri. Nitro Blaubeeri. Eistee. Hyper Passion Eistee. Blue Nitro Blue. Was? Blue Nitro Blaubeere. Das mit der Blaubeere werde ich heute vielleicht mal testen. Die waren jetzt halt gratis mit bei. Ich wusste gar nicht, dass GameStop so eine Kooperation mit Games Only hat. Ohne Koffein. Ah, deswegen zwei. Okay. Das ist eine ist ein Performance Booster. Mit Koffein, ohne Koffein. Ah, okay. Also, die haben. Ich weiß aber jetzt nicht, welches bei mir hier mit Koffein und ohne Koffein ist. Und so klein geschrieben. Ja, da muss ich meine Tochter fragen. Aber im ersten Augenblick sieht das Bedet aus wie mit Koffein. Open to start, open to start. Zwei Portionen. 10 Gramm. Ja, ich wollte heute mit bei. Ja? Halte ich euch mal hier drin. Ne? Falls ihr den Code scannen wollt und da den direkt auf die Seite wollt, den werde ich auf jeden Fall mal testen. So, also habe ich praktisch das alles. Und ich habe noch knapp 100 Euro.
habe ich noch auf meiner Karte. Also die Karte kann ich, zeige ich euch jetzt nicht. Also diese Gutscheinkarte. Ich kann euch nur sagen, ich hab eigentlich hier noch, wollte ja hier noch Guthaben denn holen für die PSN. Und dachte, auf jeden Fall ist, weil sie vorher die Webseite kurz abgekackt ist, ist gar kein Dings mehr da, ist nur noch Kreditkarte, ist ein Fehler. Dann habe ich das einfach mal rausgemacht und habe nur die Kamera drin gelassen. Ach, geht noch. Und habe eigentlich gedacht, dass es jetzt nächste Woche kommt, aber ist heute schon gekommen. Passend zum Hangout. Die werde ich nämlich gleich dann anbauen und dann heute können wir dann mal im Hangout ein bisschen rumspielen. Und testen, weil ich habe das Stream Deck ja auch nochmal überarbeitet, nochmal ein bisschen neu gemacht und ja, mal gucken, was dabei rauskommt. Weil da ist ja auch im Stream Deck hast du ja auch die Software, also hast du auch die Cam mit bei und da kannst du gleich einschalten. Ich bin mal sehr gespannt, weil die Logitech, die geht mir jetzt echt so auf den Puffer, weil ich habe ja jetzt wieder in G933 mir geholt gehabt, von einer Ausstellung her ist das, also ich habe auch nur 50 Euro bezahlt, mehr würde ich dafür auch nicht ausgeben. Mal gucken, ob das diesmal was länger hält. Nur ich bin so bescheuert und gucke das scheiß Headset immer wieder. Aber das sitzt halt vernünftig, das kann ich tragen, habe einen geilen Sound und ich habe keine Ohrenschmerzen davon. Weil der Turtle Beach sitzt sehr, sehr eng drauf und ich habe momentan mit den Ohren echt Probleme. Und das G935 kann ich gut tragen, ohne dass es halt zu doll wehtut. Aber jedes Mal, wenn ich das einschalte, dann versteht sich meine Cam. Du gehst in die Einstellungen vom Headset rein, willst irgendwas machen, zack, bumm, der Zoom-Faktor aus der Cam raus. Also irgendwie kriegen sie das nicht gebacken, Logitech, dass sie da, die wollen, dass man alles mit inner Software macht, aber kriegen es irgendwie nicht gebacken. Und die Elgato-Cam, die Software, die benutze ich ja schon für meine, die Cam, die jetzt mit der ich gerade aufnehme, die habe ich ja sonst am PC dran für Hangout. Und die wäre dann halt auch dafür da, wenn wir streamen, nämlich die kleine Kamera und ja, da bin ich mal sehr gespannt, wie die sich schlägt und ja, erstmal anbammeln und dann werde ich euch dann später nochmal ein Video machen mit einem kleinen Fazit. Da werde ich dann nächste Woche oder so, wie ich Zeit habe, die würde ich erstmal ein bisschen noch testen und dann kann ich euch da ein bisschen mehr zu sagen. Anbammeln, wir müssen nur mit USB ranbammeln, also da gibt es jetzt nichts. Aber dann kann ich später dann nochmal ein Video über die Software machen und die Kamera und die Tastatur will ich ja auch noch, also sind einige Sachen jetzt noch in der Halde, wo ich erstmal noch eine Weile testen will, bevor ich dann Hardware-Check mache. Und ja, dann will ich mich jetzt aber auch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wie ein Träumchen. Was ich für die 80 Euro jetzt hole. Oder, nee, Quatsch, sind ja mehr als 80 Euro. Fast 100 sind es noch. Ja, mal gucken, entweder warte ich jetzt, bis ein passendes Spiel kommt. Und hol mir die Deluxe Edition oder so. Und hab dann immer noch Geld drauf. Und nimm das halt nächste Mal, wenn ich im GameStop bin und mir was hole und krieg dann halt nochmal für was 5, 6 Euro Billiger, je nachdem wie viel denn da drauf ist oder so. Oder wenn ich nächste Mal im GameStop bin, hole ich mir PSN-Guthaben dafür. Oder noch mal, oder den, ich glaube, ich werde mir den Online-Pass, ach scheiße, ich kann ja den ja nicht holen. Digitale Inhalte sind ja ausgenommen. Weil sonst hätte ich gesagt, dass ich mir den Dings hole, den Streckenpass. Aber das ist ja ein digitaler Inhalt. Monat oder halt nochmal Geld aufladen und den Streckenpass kaufen, ist aber auch ein digitaler Inhalt. Ach, na vielleicht bin ich ja mal nochmal in der Nähe von einem GameStop und dann kann ich den ja da eintauschen und da nehmen. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.